Also gegründet wurde der Foto AK 1989 als Arbeitskreis bei der FAFEFE, also bei der Fachschaftsvertretung. Und die Idee dahinter war wohl, einen Ort zu gründen, wo man sich kreativ mit der Fotografie beschäftigt und nicht einfach nur ein Labor hat, wo jeder hingehen kann und dann so seine Arbeit macht, sondern dass man sich über die Fotografie austauscht und Ideen entwickelt mit Gleichgesinnten und auch insgesamt so ein bisschen die Kreativität an der Uni zu entwickeln. Wir treffen uns immer montagabends hier, da werden vor allem Bilder diskutiert. Also es kann jeder Fotos mitbringen und zur Diskussion stellen und fragen, was ist gut daran, was könnte man besser machen. Es werden gemeinsam Ideen umgesetzt oder auch einfach Ideen und Techniken diskutiert, wo man mal rumfragen kann, hat jemand Erfahrung damit? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Gemeinsam Projekte umgesetzt. Wir haben ein Labor und ein Studio, das steht allen Mitgliedern zur Verfügung und da kann man dann eben auch selber Sachen umsetzen, ganz nach Lust und Laune oder auch mal rumfragen und fragen, ob jemand Lust hat mitzumachen und was gemeinsam auf die Beine stellen. Am meisten gefällt mir eigentlich so die Ausstellung, weil das wirklich was ist, wo man sich selber ein Thema setzt und dann alle sich damit auseinandersetzen und man dann am Ende einfach sieht, was dabei rauskommt. Also wenn dann die Bilder hängen, wenn man die Passepartouts geschnitten hat und es steckt einfach viel Arbeit dahinter, aber nachher hat man diese Ausstellung und man sieht halt auch die Bandbreite, die der AK so abdeckt. Also es gibt dann die Leute, die Porträts machen, die Landschaft machen, die Makros machen. Und man sieht einfach, dass bei einem und demselben Thema die Leute sehr unterschiedliche Assoziationen haben und sich ganz anders damit auseinandersetzen. Und das finde ich immer sehr schön, dann zu sehen, dass es einfach eine große Bandbreite gibt.